Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind auf, oder in die Bar Purgatory geflogen, wo wir jetzt mit Aria einen Termin haben. Ich fasse es nicht, dass wir diesem Mistkerl nicht das Handwerk legen dürfen. Wir sollten trotzdem was gegen ihn unternehmen. Du hast den Commander gehört. Ohne Beweise keine Verhaftung. Das letzte Mal hat sich der Typ wegen Belästigung beschwert, weißt du noch? Wir müssen vorsichtig sein. Mit diesem neuen Trupp lässt sich sowieso nicht viel anfangen. Was sind wir eigentlich? Kaufhausbullen? Wir hätten das Schwein abknallen sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Um wen geht's? Das habe ich jetzt verpasst. Hier hat... Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber... Lassen Sie mich ausreden. Unser Energieraster kann nur eine bestimmte Energiemenge verkraften, dann schaltet es sich ab. Und die Backups können wir nicht einsetzen. Nein, die neuen Regeln gelten für die gesamte Citadel. Die Verwaltung weiß, dass diese Sache wichtig für die Moral ist, aber wir dürfen unser Budget nicht überschreiten. Hören Sie, ich werde die Backups nicht anrühren. Beschaffen Sie mir ein besseres Energieraster, dann gebe ich Ihnen eine größere Leitung. Mhm, gut. Neue Nebenmission. Diese Cerberus-Mistkerle hatten uns im Sack. Arschlöcher! Scheiße, die haben einfach immer weiter angegriffen. Und ich weiß nicht mal mehr, aus welcher Richtung. Was für eine Hölle. Der arme Bilal. Sie hätten ihn nicht auf diese Art ausschalten müssen. Es war brutal. Brutal. Den guten Bilal, mit dem kriegen wir es später noch zu tun. Oder hey, haben wir die Mission noch? Das weiß ich nicht. Hey, Mel! Du hier? Ja, verdammt, ich bin hier. Ich werde in den nächsten 48 Stunden so viel Zeit wie möglich in dieser Bar verbringen. Denselben Gedanken hatten wir auch. Also, die Theke ist da drüben. Und, Hey, da ist ja der ganze Trupp. Alle Jungs? Ja. Wir wollten eigentlich... Also praktisch ein Männer. Töde. Gut, Aria befindet sich hier neben. Mit der reden wir jetzt. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind? Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Shirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Ich grüße Sie, Aria. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Aber natürlich. Erledigt. Kann ich noch etwas tun? Nein. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen.
Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nahr. Er ist für das Blood Pack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss Sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Unter diesen Umständen müssen wir das wohl auch in Kauf nehmen. Aber einem geschenkten Gaul schaut man sozusagen nicht ins Maul. Dafür müssen wir aber erstmal Blood Pack, Blue Suns und Eclipse unter einen Hut kriegen. Das können wir alles auf der Citadel machen. Das machen wir aber, denke ich, jetzt nicht auf einmal. Wir sind sowieso noch oft genug auf der Citadel. Hier steht James. Hey Commander! Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Loco. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale, kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich? Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind sie überlebensgroß. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu ihnen. Schon, aber die kennen sie nicht. Sie wissen nur, was ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben Sie einen aus. Jo, das machen wir. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Verdammt wenige. Und sie sind alle tot. Es ist mir eine Ehre, Commander. Danke. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Wohl wahr. Prost! Prost. Nicht schlecht, Loco. Ich hatte gehofft, dass Sie den kennen. Danke für die Warnung. Ah, das freut mich. Danke für den Drink. Ja, hier habe ich jetzt ausnahmsweise mal die Abtrünnig-Taste gedrückt. Ich weiß nicht so ganz, wieso das die, warum das eine abtrünnige Aktion ist, wenn man sozusagen sich mit den den niedergestellten Soldaten hier zuprostet und hier ein bisschen auf, wir sind alle im selben Boot macht. Keine Ahnung, das andere ist irgendwie so ein bisschen überheblich. Hier oben gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sehen, nur die Tanzfläche. Hier habe ich vor kurzem ein lustiges Meme dazu gelesen. Ja, Dancing in the Club while Millions Die. Naja, gut. Können wir hier nichts trinken? Momentan scheinbar noch nicht. Gut, dann war es das hier eigentlich auch schon. Wir haben jetzt noch mal die Botschaften. Da können wir schon eine kleine Anfrage von Aria erledigen. Nämlich mit Bailey über die Freilassung einer, war glaube ich, Eclipse-Söldnerin zu sprechen. Und ansonsten haben wir noch die, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Die Docks, genau. In den Docks kommen sozusagen die ganzen Flüchtlinge der verschiedenen Planeten an und da wimmelt es nur so von. Ja, ich habe schon einmal mit Ihnen gesprochen. Warum weigern Sie sich? Ich begreife die Lage durchaus. Natürlich lese ich täglich die Namen der Gefallenen, aber bitte. Bitte, eine Fortsetzung der Suche könnte für meine Familie ein Leben in Frieden bedeuten.
Wird jemand im Einsatz vermisst? Mein Sohn Bilal. Und die Bürokratie hat offensichtlich kaum Mitgefühl. Ich bin Botschafter Dominic Osoba. Der Trupp meines Sohnes kehrte von einer Mission auf Benning ohne ihn zurück. Sie trinken im Flux, sehen mir aber nicht in die Augen. Ich bezahle für jede Information. Falls Bilal noch lebt, wollen wir ihn zurück. Falls nicht, können wir beginnen, ihn zu betrauern. Wenn ich was finde, gebe ich Bescheid. Danke. Dadurch komme ich in jedem Fall etwas zur Ruhe. Ja, aber wie wir jetzt gerade in der Purgatory schon gehört haben, Bilal wurde eigentlich erschossen, das haben zumindest die Soldaten gesagt. Das ist übrigens der neue Menschenbotschafter, der Nachfolger von Udina und der jetzt Ratsherr ist. Den haben wir jetzt hier gerade sozusagen kennengelernt und eine Mission bekommen, dass wir ihm helfen, Überreste, wir wissen es ja noch nicht offiziell sicher, seines Sohnes zu finden. Ja, jetzt können wir hier diesem Volus seine Säule oder was zurückgeben, die wir beim Scannen von irgendwelchen Planeten gefunden haben. Ich glaube, ich habe den Obelisken, Artefakt, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Sie finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Danke, Erdenclan. Falls Ihr Volk zufällig gerade mit einem geheimen Bauprojekt befasst wäre, könnte dieser Obelisk bestimmt von Nutzen sein. Zufälligerweise ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist das Einzige, diese kleinen Nebenmissionen, die mich irgendwie stören, weil ich sie irgendwie unnötig finde. Da redet Osoba wieder mit irgendjemandem über seinen Sohn. Guten Morgen. Oh, hallo, Ma'am. Ma'am? Das Gespräch hatten wir doch schon, junge Dame. Du sollst mich Theresa nennen. Mein Sohn konnte dich zwar wegen dieses verdammten Krieges nicht mehr heiraten, aber für mich gehörst du trotzdem zur Familie. Nichts wird daran etwas ändern. Ich, natürlich, Theresa. Ich komme später wieder in der Mittagspause, wenn du möchtest. Ich lade dich zum Essen ein. Was hältst du davon? Sehr gerne, Theresa. Danke. Kommt mir irgendwie ein bisschen verwirrt vor, die Alte. So, jetzt aber endlich Commander Bailey. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Machen wir. Dazu müssen wir dann ins Präsidium Unterhaus. Wie gesagt, da waren wir ja eben schon und wir können diese Quest auch strecken, weil wenn wir jetzt hier auf der Citadel alle Quests noch erledigen würden und wir sind sowieso oft genug hier, dann können wir irgendwann nicht mehr, weil wir der Citadel so leid sind. Was gibt's denn hier Neues? Militärische Amnestie für Normandy-Techniker. Die Techniker Gabriella Adanias und Ken Donnelly sind auf der Citadel in Haft, weil sie für Cerberus gearbeitet haben. Daniels und Donnelly haben sich friedlich ergeben, bevor die Normandy von der Allianz requiriert wurde und beharren darauf, sie hätten lediglich die Kollektoren und die Reaper bekämpfen wollen. Und sie unterhielten sonst keine Verbindungen zu den Terrororganisationen. Ein Spectre-Befehl könnte Daniels und Donnelly volle Amnestie gewähren und sie an Bord der Normandy wieder in den aktiven Dienst nehmen. Ja, die beiden kennen wir ja noch aus dem zweiten Teil und wir glauben ihnen, ich glaube auch, dass sie eigentlich nur für uns mit uns gegen die Kollektoren und die Reaper gekämpft haben, deswegen autorisieren wir das. So, damit sind die beiden dann später auf der Normandy und helfen uns.
Wenn man es nicht geschafft hat, alle Crewmitglieder im zweiten Teil zu retten, dann ist nur, dann hat Gabby, also Gabriella, es nicht geschafft. Dann ist sie gestorben auf der Kollektorenbasis. Und dann kommt nur der andere Typ. Das habe ich jetzt schon wieder. Guck mal, haben wir verpasst. Medigel-Upgrade für Nichtmenschen. Vermehrte Verletzungen von nichtmenschlichen Patienten im Huerta-Krankenhaus haben den Bedarf für eine verbesserte Medigel-Formel geweckt. Dadurch würden Todesfälle vermieden und medizinische Ressourcen auf der ganzen Citadel freigemacht. Eventuell hätten wir die bei der Mission mit Cerberus gefunden und haben die verpasst. Aber wie ich schon erzählt habe, diese Sachen sind dann wunderbar hier für uns hinterlegt. Wir müssen sie halt kaufen, vorher würden sie uns nichts kosten. Aber für 1000 Credits können wir das gerade mal noch so stehen lassen. Ich glaube, bei Udina gibt es eigentlich nichts Neues. Dann gehen wir jetzt noch in die Docks, schauen uns an. Wer bist du denn? John Dumbau. Commander Shepard, John Dumbau, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianz-Teams auf eine batterianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batterianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batterianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar? Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batterianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batterianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist ihre Quelle für das alles? Ein Waffenhändler, Donovan Hawk. Unangenehmer Kerl, aber die Daten waren es wert. Und was soll ich dabei tun? Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Müssen wir jetzt nochmal ins Spectre-Büro gehen? Diese Mission ist auch eine reine Citadel-Mission, die also nur auf der Citadel stattfindet. Wir müssen, glaube ich, dazu... Ja, Überwachung der Hanar-Botschaft. Spectre-Zugangscodes können Datenschutzeinstellungen umgehen und auf die Finanz-, Transit- und persönlichen Daten aller Angestellten der Hanar-Botschaft zugreifen. Um das Auslösen von Überwachungsgegenmaßnahmen zu vermeiden, müssen all die Daten direkt auf der Site aufgerufen werden. Navi-Punkte von Konsolen oder Zugangspunkte mit relevanten Daten werden auf dem Universalwerkzeug des Spectres markiert. Shepard, ich gehe die Sicherheitsberichte durch. Können Sie die Übertragung der Hanar-Botschaft überprüfen? Wird gemacht. Irgendeine Idee, was Sie zu finden hoffen? Verdächtige Übertragungen. Daten außerhalb der üblichen Botschaftsangelegenheiten. Wir haben also keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich erkennen, wenn wir es sehen, Commander. Ja, das Einzige, was wir jetzt tun müssen, ist auf der ganzen Citadel solche Konsolen scannen. Dann filtert er da irgendwelche Daten raus und kann sozusagen rausfinden, wo sich dann der Hanar befindet. Hier ist das erste Terminal. Können wir das benutzen? Bau, ich habe mögliche Treffer. Bei Bolon gibt es seltsame Geldanweisungen und Olun versendet sehr viele Daten. Bolon ist sauber. Die Geldanweisungen gehen an seine Geliebte. Bei Olun bin ich nicht sicher. Ich sehe mir seine Vita an. Ich überprüfe Oluns persönliche Unterlagen und seine letzten Nachrichten. Und Bolon hat eine Geliebte? Eine Asari-Dichterin. Ganz ehrlich, ich glaube, er wurde dazu gezwungen, um die Beziehungen zu Tessia zu verbessern. Seine Regierung heißt es gut, dass er eine Affäre mit einer Asari-Dichterin... Nein, sie würde ihn feuern, wenn es publik würde. Diese Kultur ist ziemlich paradox. Was sie nicht sagen. Willkommen, Commander Shepard. Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal machen. Und dann kriegen wir noch so eine Abschlussszene und dann war's das. Ach, da ist das nächste Terminal direkt. Bau, Olun leistet für die Hanar Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hanar ohne Namen, der kürzlich von KJ hierher versetzt wurde. Ich durchsuche die Transitdaten nach eintreffenden Hanar. Gute Idee. Viele Neuankömmlinge dürfte es nicht gegeben haben. Diese Spezies ist ein wenig fremdenfeindlich. Fremdenfeindlich? Ich kann auch einen höflicheren Begriff verwenden, wenn Ihnen das lieber ist. Privat? Zurückgezogen?
Es war nur etwas deutlicher, als ich erwartet hatte. Aber ich habe ein wenig gesagt. Ich bezahle auch dafür. Ja, also, hier ist jetzt die Station, an der sozusagen alle, die von ihrer Heimatwelt oder von sonstigen Planeten fliehen, herkommen. Hier ist so eine Wand, an der sich sozusagen Bilder von Vermissten befinden. Und hier können wir wieder irgendjemanden unterstützen. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen. Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir haben einfach keinen Platz. Vorhin haben Sie Asari reingelassen. Da hatten wir noch Platz. Wo soll meine Familie denn hin? Ich weiß es nicht, okay? Hier kann sie jedenfalls. Also wir unterstützen mal den Flüchtling, weil wir müssen... Abweisen. Ja, irgendwo müssen doch, die Leute hin. Sagen Sie... Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Commander Shepard. Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Ach, auf einmal. Commander Shepard hat Ihre Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Ja, nie geschehen. Ja, also hier hängen einige Leute rum. Wie war gleich nochmal Ihr Name? Christoph Wasser. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wie lange sind Sie schon hier? Keine Ahnung. Ich bin nicht in... Ich weiß auch nicht, wie lange es hier ist, seit ich aus Lyon entkommen konnte. Kennen Sie Lyon? Nein. Batterianische Flüchtlinge, also wie schon gesagt, die Batterianer waren die ersten, die von den Reapern angegriffen wurden und sind so ziemlich komplett dezimiert. Noch ein Terminal. Ich habe eine Liste der Hanar-Neuankömmlinge, Bau. Ich leite sie an Sie weiter. Verdammt, das sind alles Kontaktnamen. Die Hanar-Namen von dem Allianzangriff sind aber Seelennamen. Und Hanar-Seelennamen sind privat. Sie stehen in keinem offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Schon dabei. Vielleicht finden wir dort Namen. Hoffentlich. Wenn eine Hanar-Gruppe gegen den Krieg mit den Reapern ist, war mein Verdacht richtig. Ja, hier finden wir jetzt noch Dana Vosk. Der ist, glaube ich, jetzt der Vorstehende der Blue Suns. Ich weiß es nicht. Im nächsten Part werden wir mit ihm reden, das rausfinden und hoffentlich erreichen, dass sie sich uns anschließen. Wessen Söldnergruppe er auch immer ansteht. Ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.